Nach dem gestrigen Abverkauf ist die Rallye an der Wall Street wieder verpufft und auffallend wieder mal die Nasdaq, also die Tech-Werte sind schwach und viele, vor allem amerikanische Kommentatoren sagen, ja, also diese Schwäche des Marktes, da ist Verunsicherung drin wegen dieser ganzen Geschichte mit Government Shutdown, mit Schuldenobergrenze, aber das halte ich für Mumpitz. Und warum Fed und Inflation, die zwei entscheidenden Themen sind, die die Märkte jetzt unter Druck bringen, das will ich in diesem Video mal zeigen. Beginnend mit dem Bond King Jeffrey Gundlach, der klar gesagt hat, also vor der Woche hat die Fed klar gesagt, es wird Tapering geben. Dieses Tapering wird bis Mitte 2022 abgeschlossen sein. Bedeutet also, ab Mitte 2022 kommt nichts mehr Liquidität von der Fed. Die Risikoassets, so Gundlach weiter, mögen das nicht und sie haben gute Gründe, das nicht zu mögen, denn Liquidität ist an den Märkten alles und das absehbare Ende des Taperings, das wird jetzt schon eingepreist, das ist genau der Punkt. Hier sagt Gundlach, ja, fühlt sich an so ein bisschen wie im vierten Quartal 2018. Die Fed kann jetzt einfach nicht sofort wieder zurückrudern und sagen, oh, haben wir nicht so gemeint, da müsste schon sehr viel mehr an den Märkten passieren, damit die Fed sich das überlegt. Heute Morgen hatte ich schon diesen Spruch gebracht von einem Analysehaus, das sagt, ironischerweise ist es so, dass die Fed uns nicht vor Inflation bewahrt, sondern die Inflation bewahrt uns vor der Fed. Das ist vielleicht der treffendste Satz dieses Jahres, möchte man sagen. Aber Jeffrey Gundlach bringt das genau auf den Punkt. Es ist letztendlich die bereits jetzt eingepreiste Furcht vor einem Ende der permanenten Liquiditätszufuhr. Und nicht zufällig hat der Leitindex S&P 500 jetzt den schlechtesten Monat seit letztem September, also seit einem Jahr. Das könnte also durchaus der schwächste Monat noch werden seit März 2020, dem Beginn also der Corona-Krise. Und wir sehen eben Schwäche bei den Tech-Werten und wir sehen, dass hier die sogenannten Value-Werte deutlich, deutlich günstiger sind in Relation zu Tech. Das sehen wir hier in diesem Chart von Daily Shot, da wird das völlig klar. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass Insider, also Firmenchefs, Finanzchefs von solchen Value-Firmen beginnen, Aktien zu kaufen von diesen Unternehmen, vor allem denjenigen, die günstig sind. Nun gibt es davon nicht so viele, aber sei es drum, da ist also vielleicht eher eine Chance, als wenn man jetzt in Tech investiert, die ja jahrelang gut gelaufen sind. Aber Tech-Assets laufen gut in deflationären Zeiten, Value läuft besser in inflationären Zeiten und viele spricht dafür, dass die deflationären Zeiten zumindest erstmal vorbei sind. Wenn wir uns mal die einzelnen Sektoren anschauen, anhand von maßgeblichen ETFs, die in den USA gehandelt werden, sehen wir Energiesektor total overbought, total überkauft, gar keine Frage. Wir sehen auch Finanzsektor überkauft, aber dann wird es schon eher neutral bis sogar überverkauft. Materials, Industrials, Technology ist auch schon ein bisschen überverkauft und wir sehen extrem überverkauft derzeit Real Estate, also Immobilien, Utilities, Versorger, die meistens gut laufen, wenn die Renditen fallen, weil die selber gute Dividenden zahlen, gute Dividendenrenditen bieten, sind also praktisch Konkurrenz zu Anleihen. Wenn jetzt also die Renditen steigen, werden Utilities unattraktiver, Healthcare etc., Consumer Staples sind also Sektoren, die vergleichsweise günstig sind. Und ja, das ist das Argument hier, etwa von Lance Roberts, den ich an sich total schätze. 3 Minutes on Markets, für mich absolute Pflichtvideos, die da täglich kommen. Lance Roberts sagt auch, ja, also eigentlich habe ich doch Kaufsignale in meinem Chart, Moneyflow-Kaufsignale, aber irgendwie geht das nicht so richtig. Und ich denke, wenn, so Lance Roberts, wenn jetzt diese ganze Geschichte mit dem Debt Ceiling, mit der Schuldenobergrenze, Government Shutdown, wenn das abgefrühstückt ist, dann geht es wieder nach oben. Jetzt scheint die Situation die zu sein, dass die Demokraten keine sogenannte Reconciliation haben wollen, also nicht sozusagen das Ding mit 50 Stimmen im Senat durchdrücken wollen, sondern das würde dann bedeuten, dass praktisch die Demokraten einen Deal machen müssen mit den Republikanern. Das wird allerdings sehr schwer. Warum? Weil schlichtweg die Situation ist, dass die Demokraten eben letztendlich die Anhebung der Schuldengrenze wollen, das verknüpft mit dem neuen Budget, mit dem neuen Budget, das beschlossen werden muss, und sie wollen die Anhebung der Schuldengrenze eben verknüpfen mit Bidens Infrastrukturprogramm. Das wollen die Republikaner auf gar keinen Fall. Dementsprechend dieses
Gezerre, das wir derzeit sehen, aber die Zeit läuft davon, bis morgen muss etwas kommen, sonst haben wir am Freitag doch den Government Shutdown, aber den hatten wir schon so oft in der Geschichte und die Märkte haben darauf reagiert, aber es war nicht der Grund, warum Märkte wirklich unter Druck gekommen sind. Wir sehen jetzt auch, was ein bisschen erschwerend hinzukommt für die Aktienmärkte in den USA, dass wir jetzt immer mehr in diese sogenannte Blackout Period kommen, wo also die US-Unternehmen keine eigenen Aktien mehr zurückkaufen können mit einer bestimmten Frist vor Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen. Das ist etwas, was derzeit als unterstützender Faktor nicht wirklich greift. Und natürlich neben der Fed ist die zweite Sorge, neben der Fed und dem Tapering, die zweite Sorge ist die Inflation. Heute eine EZB-Veranstaltung, wo Paul gesagt hat, ja, das ist sehr schwierig zu sagen, wie lange die Inflation, die höhere Inflation andauert. Ja, vorher haben wir immer gehört, also die ist ganz bald vorbei, ganz sicher, Jungs, macht euch keine Sorgen. Aber wir denken, dass wir da durchkommen, klingt schon ein bisschen defensiver und die Märkte zweifeln eben zunehmend an diesen Aussagen. Das ist in etwa so, wenn Sie Bilder von Laschet sehen, da sieht man irgendwie, dass das ein gebrochener Mann ist, der wirkt irgendwie wie ein Verlierer und das ist eben auch jetzt erkennbar so ein bisschen bei den Notenbanken, dass die Märkte sich sagen, ja, die Realität sieht leider ein bisschen anders aus und genau das ist eben der entscheidende Faktor, dass jetzt diese Kette, dieser Rattenschwanz in Gang kommt, höhere Inflation heißt, Unternehmen werden zunehmend ihre gestiegenen Kosten an die Konsumenten weitergeben. Die Konsumenten werden höhere Löhne fordern, Lohnpreisspirale. Die Fed muss und die Notenbanken müssen dann wiederum durch rigidere Geldpolitik darauf reagieren. All das preisen die Aktienmärkte jetzt als Potenzial bereits ein. Und das ist vielleicht auch gar nicht doof, denn wie ein Artikel im Wall Street Journal zeigt, man muss nicht unbedingt einen Doktortitel haben in Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft, dass man erkennt, dass wenn ein geringes Angebot auf eine größere Nachfrage trifft, dann Inflation der Fall ist und die Amerikaner spüren, das sehen wir in dem Verbrauchervertrauen, was jetzt seit 3 Monaten deutlich rückläufig ist in den USA, dass die Zeiten da härter werden, dass die Preise teurer werden, dass alles ist in den USA ja schon auch der Fall. Da sehen wir, dass die Löhne deutlich stärker steigen als bislang in Europa. Das wird allerdings im Herbst dann kommen mit den Tarifverhandlungen. Und Inflation wird das große Thema und ist das große Thema, das die Republikaner jetzt haben gegen die US-Demokraten. Die sagen Afghanistan, okay, aber Inflation, das ist das, was jeder Amerikaner direkt an seinem eigenen Geldbeutel spürt. Afghanistan ist weit weg, Inflation ist ganz nah dran an dir. Und dementsprechend sind die Republikaner hier völlig mit Werbespots etc. dabei, dieses Inflationsthema zu reiten und das setzt natürlich dann auch Paul und die Notenbanker unter Druck. Wir sehen Bloomberg Commodity Index jetzt mit neuem Hoch, praktisch auf dem Hoch von April 2011, auch wenn wir etwa Gold und vor allem Silber, das heute schwer unter die Räder kommt, da haben wir einzelne Rohstoffe, die fallen aber andere steigen etwa und jetzt hier, das ist Andreas Steno Larsen von Nordea. Ein Däne, der hier sagt, also liebe Leute, vor allem Angela Merkel, ihr habt es geschafft, dass Europa jetzt praktisch im Würgegriff ist von Putin. Der hat praktisch jetzt den absoluten Hebel, was die Energieversorgung betrifft. Wenn Putin Europa in eine Rezession stürzen will, dann kann er das machen. Das ist sozusagen die Folge des Atomausstiegs. Man kann über die Atomenergie natürlich auch Negatives sagen. Das Entsorgungsproblem ist ein riesiges Problem. Allerdings ist die Technologie eben doch inzwischen deutlich besser geworden, muss man sagen. Dadurch mit schnellen Brütern etc. Dadurch ist natürlich jetzt die Abhängigkeit Deutschlands, vor allem Europas, auch von den Russen, von Putin, natürlich riesengroß geworden. Wir sind jetzt wirklich in einer etwas ungünstigen Situation und jetzt passiert Folgendes, das wollte ich eigentlich hier nicht zeigen, sondern Folgendes, dass Russland ja etwas angesäuert ist, weil hier in YouTube hatte praktisch in Deutschland den Kanal von RT Deutsch verbannt, weil man sagt, die bringen Fehlinformationen über Corona. Jetzt droht Russland seinerseits mit der Sperrung von YouTube in Russland. Hier gigantisches Projekt, was Sie da in der Mitte sehen, das ist übrigens das Bestreben der Chinesen, ein komplett eigenes Internet aufzubauen. Also sich komplett abzutrennen von dem westlichen Internet, das wird dann ein chinesisches Internet mit dementsprechend chinesischen Werten, also leicht anderen Werten als unsere. Das wird man vor allem in Afrika durchziehen wollen und hier Hu Xixin sagt sich ja, also hier Power Crunch in China, Crisis
Krise in UK, überall Gas Shortages in Germany. Das sei doch die Folge davon, dass die zwei Supermächte USA und China nicht zusammenarbeiten. Und ich habe den Verdacht, dass sie nicht zusammenarbeiten wollen, auch seitens der Chinesen, sondern im Gegenteil, die sich sehr eng mit den Russen derzeit abstimmen. Aber uns wird man erzählen, wenn ich diese Grafik, die jetzt hier noch kommt, noch mal erwähnen darf. Eigentlich sollte es genau andersrum sein, deswegen sehen Sie mich jetzt total verwirrt. Jedenfalls hat ein User hier geschrieben, der ein Video von mir kommentiert hat, der sagte, die eventuell kommende Energiekrise würde nur ein weiteres Mal beweisen, dass Planwirtschaft, egal welcher Art sie ist, ob wir jetzt alle satt kriegen müssen durch Planwirtschaft oder das Klima in Deutschland zu retten, nicht funktioniert. Aber man wird uns dennoch von den Medien und der Politik erzählen, dass natürlich der Markt schuld ist an dieser Geschichte. Und alternativ sind dann die Russen schuld, dann müssen wir vielleicht eine Russland-Gassteuer für Deutsche einführen etc. Also das wird natürlich wieder das Argument sein, ja, der Markt ist schuld, nachdem man mit staatlichen Vorgaben und Regularien so dermaßen in diese Märkte eingegriffen hat, dass diese Märkte eben außer Rand und Band geraten. Und dann sagt man, ja, der Markt ist schuld, nachdem ich da eingegriffen habe. Das bringt eigentlich alles auf den Punkt. Das sind klare Erkenntnisse, die schon Ludwig von Mises hatte, dieser extreme erleuchtete Volkswirt, kann man sagen. Ludwig von Mises ist am 29. September 1881 geboren, hat also heute seinen 140. Geburtstag, oder hätte er. Er hat damals zum Beispiel den Satz gesagt, Sozialismus ist eine Alternative zum Kapitalismus, wie ein extrem giftige Cyanide in Relation zu Wasser. Also nicht wirklich eine Alternative. Und das Problem, das wir derzeit haben, ist nach meiner Auffassung, dass wir immer mehr jetzt auch in Richtung Sozialismus hier im Westen gehen, als Kapitulationserklärung des Kapitalismus, wenn man so will. Heute zum Beispiel wieder drei UK Energy Suppliers out of business gegangen, also drei Energiefirmen in die UK sind wieder pleite. Das liegt dann auch am Brexit, das liegt an dem hohen Anteil von Gas bei den Energieträgern auch in UK. Das hatten wir schon mit der Sperrung von YouTube. Also Putin wird darüber nicht ganz begeistert sein, dass man RT Deutsch hier praktisch verbietet, von YouTube verbannt. Dementsprechend könnte das so ein paar Gegenreaktionchen auch in Sachen Energie vielleicht nach sich ziehen, wenn wir jetzt zu den besten Freunden der Russen kommen, nämlich zu den Chinesen. Heute Evergrande mit dem nächsten Nichtzahlung von heute fällig werdenden Dollarbonds, da wird nichts kommen, und S&P hat jetzt auch Fantasia abgestuft, praktisch auf CCC, das ist so ganz knapp noch über total insolvent, also das Ganze geht weiter. In der Summe, hier eine Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, hier hat eine Volkswirt von Aegon, das ist so einer der größten Versicherungen der Welt, hat heute einen kurzen Artikel gebracht, der nach meiner Auffassung alles enthält, was derzeit das Problem ist und was derzeit maßgebliche Treiber der Inflation sind und vor allem sein werden. Der sagt, diese Inflation ist nicht transitory, die wird dauerhaft sein, und er begründet das mit herausragend guten Argumenten, wie ich finde. Das werde ich Ihnen unter das Video packen mit einem Link. Unbedingt durchlesen, ist schnell gemacht und extrem erkenntnisfördernd. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste. Bis morgen in alter Frische. Servus und ciao.